Wann solltest du mit dem Trading nicht beginnen? Zu diesem Thema soll es heute jetzt in diesem Video gehen. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Also wie du es als Berufstätiger schaffst, dein Trading in deinen Alltag erfolgreich zu integrieren und mit minimalem Risiko maximale Gewinne zu erwirtschaften. Ich selber arbeite im Kindergarten und bin berufstätig und habe mir mein Trading so geschaffen, dass es gut in meinen Alltag reinpasst. So, bevor wir jetzt hier gleich richtig reinstarten, abonniere den Kanal hier unten rechts und drück die Glocke. Dann wirst du immer weiter solche Videos von YouTube zugespielt bekommen, bei denen es um Trading und so weiter geht. So, und dann legen wir jetzt los. Also Thema Nummer 1 ist, wenn du kein Geld hast und denkst, du willst hier per Kredit also Geld beschaffen, dann solltest du nicht mit dem Trading beginnen. Das ist Thema Nummer 1. Also du musst schon Geld haben, also du musst schon Geld haben, dass du verlieren kannst. Na, wenn du das nicht hast, dann solltest du mit dem Trading nicht beginnen. Punkt Nummer 2 ist, wenn du nicht an Chartanalyse glauben kannst oder willst, dann solltest du mit Trading auch nicht beginnen, weil beim Trading geht es um Chartanalyse und du kannst nicht wissen, wohin der Markt laufen wird. Es sind immer Wahrscheinlichkeiten, du musst eben den Chart nach Wahrscheinlichkeiten analysieren und nicht irgendwelche Meinungen traden. Also du wirst nicht wissen, warum der Markt steigt oder fällt. Das funktioniert nicht. Du musst einfach der Chartanalyse vertrauen. Punkt Nummer 3 ist, wenn du Angst hast vor dem Geld, also wenn du Angst hast, Geld zu verlieren, dann sollst du mit dem Trading auch nicht beginnen. Also es ist einfach so, dass du beim Trading Geld verlieren wirst. Es gibt keine 100% Trefferquotenstrategie. Und es ist ja auch so, dass du immer erstmal investieren musst, bevor du was bekommst. Und das ist eben das Trading auch. Und es ist immer Risiko mit dabei. Auch zum Thema Angst ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein 10.000 Euro Konto hast und immer nur 5 Euro riskierst, dann bringt es einfach auch nichts. Also du musst schon auch bereit sein, einen gewissen Betrag zu riskieren. Also bei 10.000 Euro wären das jetzt zum Beispiel 50 oder 100 Euro pro Trade. Wenn du da Angst hast, wenn das Geld weg ist, dann funktioniert das Trading auch nicht. So, also wir wollen ja dann schon wirklich langfristig auch was daraus ziehen und diese Angst müssen wir im Endeffekt besiegen. Und wenn du meinst, du willst es nicht, dann ist Trading nichts für dich. Punkt Nummer 4 ist, wer keine Arbeit ins Trading stecken möchte, der soll es bei dir auch bleiben lassen. Also das bedeutet, wenn du nicht bereit bist, 10, 15 Stunden oder sogar 20 Stunden in der Woche für deinen Trading-Erfolg zu investieren, dann wird es nichts werden. Dann ist es besser, du kaufst wirklich einen Index, dann machst du ja auch deine 7%, das ist auch nicht schlecht. Muss ja auch immer denken, dass viele Trader Geld verlieren. Und wenn du wirklich zu den Gewinnern gehören willst langfristig, dann brauchst du die Arbeitszeit. Ohne das wird es nicht funktionieren. Und selbst wenn du jetzt einen Coach bei der Seite hast, du komplett eine Strategie bekommst und dir die ganze Arbeit erspart bleibt, eine Strategie zu suchen und die Strategie auszuwerten, die Strategie zu aktualisieren, brauchst du trotzdem 2 bis 5 Stunden in der Woche. Also selbst wenn du alles gezeigt bekommst und so weiter, ist dann immer noch ein kleiner Zeitaufwand dafür notwendig. Also was sind denn die Punkte, für die Arbeitszeit drauf geht? Und Punkt Nummer 1 ist die Strategie entwickeln. Klar, wenn du eine Strategie kaufst, dann ist es natürlich weg, fällt es weg. Aber wenn nicht, musst du die Strategie entwickeln und da geht sehr, sehr viel Zeit drauf. Das braucht sehr, sehr viel Zeit, eine Strategie zu entwickeln. Dann Punkt Nummer 2, das bleibt dir nie erspart, das musst du immer machen, egal ob du jemand hast oder nicht, ist deine Trades wirklich eintragen und analysieren. Also ich meine einfach Auswertungen machen, selber für dich Auswertungen machen. Wie gut funktioniert die Strategie und so weiter und so fort. Punkt Nummer 3 ist Strategie anpassen. Das ist auch immer ganz wichtig, immer wieder zu gucken, wann sich die Strategie verändert. Das kostet Arbeitszeit. Klar kann dir auch jemand abnehmen, aber wenn du eben niemand hast, dann kostet es eben auch nochmal Zeit. Punkt Nummer 4 ist eigentlich der wichtigste Punkt, ist einfach zu lernen, die Psychologie hinter dem Trading zu erfahren und einfach allgemeine Erfahrungen zu machen. Das kann dir einfach niemand abnehmen. Der große Teil im Trading ist Psychologie. Das bedeutet einfach diese Erfahrungen mit Geld verdienen, Geld verlieren, die Erfahrungen mit den Emotionen, Angst und Gier selber zu machen. Das ist einfach das A und O, das habe ich auch immer wieder gespürt und das
spürst du halt nur dann, wenn du wirklich selber natürlich deinen Handel durchziehst und einfach tagtäglich die Arbeit machst sozusagen. Das kann dir niemand abnehmen. Und du bist immer derjenige, der den Knopf drückt. Du kannst zwar von allen etwas lernen, gar kein Thema, und man kann dir wirklich auch viel beibringen, aber du bist derjenige, der den Knopf drücken wird, und du musst dann damit klarkommen, wenn dein Geld weg ist oder wenn du Geld verdienst, wie du dann damit umgehst und so weiter. Klar, ich kann dir das zeigen, oder wer auch immer kann dir das zeigen, wie man damit richtig umgeht. Aber wenn du es nie erfährst, dann funktioniert es nicht. Ich habe es selber auch gespürt. Ich hatte auch Mentoren, von denen ich gelernt habe und so weiter. Aber das ist zwar gut und recht so, aber im Endeffekt ist schon das Wichtigste, bist du einfach selber, und du musst die Erfahrungen machen. So, das soll es jetzt mit dem Video gewesen sein. Bitte gib dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal unten rechts und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr kein weiteres Video verpassen. Und dann wünsche ich euch jetzt einen erfolgreichen Tag. Gerne, wenn ihr Fragen oder Anregungen zu diesem Thema habt, gerne in die Kommentare schreiben. Auch wenn ihr weitere Themenwünsche habt, gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich da gegebenenfalls ein Video dazu machen, und dann sehen wir uns jetzt im nächsten Video. Bis dann!